Hey Jamie, und heute willst du uns wieder von einem Tier erzählen? Ja. Und welches Tier ist es heute? Gottesanbeterin. Cool. Warum? Was willst du da uns erzählen? Gottesanbeterin und Gottesanbeterin fressen sich. Echt? Ja. Wow, krass. Die kleine Gottesanbeterin frisst nicht eine große. Die große Gottesanbeterin frisst die kleine. Oh, krass. Aber die große hat keine Flügel. Die kleine schon. Die kann wegfliegen. Ja, das ist ja flink weg. Die sehen ganz schön hässlich aus, so, oder? Ganz schön gruselig, so Gottesanbeterin. Wenn man sie durch ein Teleskop. Mikroskop? Sehen die echt gruselig aus. Eine Gruselager. Die Geister Gottesanbeterin. Ja. Die gibt es, ey. Echt? Ja, die sind orange und sie sehen aus, als die vier Augen haben. Boah, Alter. Die sehen so aus. Das ist ja heftig. Ja. Die, bei denen haut man ab, wenn man die durch ein Teleskop sieht. Das sagt man, ich gehe nie wieder hierher. Und ich habe aber auch eine ganze Menge Mücken gesprochen, sehe ich gerade. Heute Nacht. Nicht Katzen, da hat es noch mehr. Wolltest du noch was zur Gottesanbeterin sagen? Natürlich. Erzähl mal. Eine Schlange frisst auch Gottesanbeterin so. Echt? Hast du schon mal gesehen im Film? Ja. Und Gottesanbeterin können sich etwas Blitzel zugreifen. Erst machen die so, dann Blitzel. Und so die Arme so? Ja, so. Und dann machen die so und dann tick. Blitzel, also Lichtgeschwindigkeit. Oh, fast Lichtgeschwindigkeit. Kann doch, eine echte Lichtgeschwindigkeit. Echt so schnell? Ja. Wow. So ein cooles Tier gibt es. Über den Film The Wild haben die Gottesanbeterin das programmiert. Und das war auch Blitzel. Cool. Super. Und der Böse in dem Film, Zack, hatte eine Gottesanbeterin irgendwo reingemacht. Und sie für seinen Anzug benutzt. Oh. Damit er geht und auch Blitzel zugreifen Super. Kann, der Anzug. Super. Aber dafür soll er ja keine Tiere benutzen. Stimmt, das wollen wir ja nicht. Tiere sollen in ihrem Umfeld leben und frei sein. Ja, Gewalt, die haben solche Diss. Die fassen die Tiere nur an und dann müssen sie die Tiere nicht mehr anfassen und dann einfach Gewalt ist. Super. Anmachen. Cool. Die müssen sie nicht irgendwo reinmachen und sie in den Anzug reinstecken. Oder fangen und in einen Käfig stecken, oder? Das ist doof. Käfig? Der passt ja nicht mal in den Anzug rein. Ja, aber überhaupt Tiere in den Käfig stecken ist doof, ne? Vögel in Käfig doof. Alle Tiere sollen da leben, wo sie leben, ne? Ja. Könnte ich auch. Super. Sagst du noch Tschüss? Tschüss.